Viceroy-Territorium. Aha. Was auch immer Viceroy sind. Da. Kameras. Damit können wir einen Blick reinwerfen. Kommst du von hier aus ran? Nein, die sind komplett vom Netz getrennt. Das ist merkwürdig. Wenn ich von hier aus nicht rankomme, dann gehe ich an die Quelle. Ich mache hier alles fertig, bis du zurück bist. Okay, sie macht alle fertig, bis wir zurück sind. Schön. Missionsziel erfüllt. Schön. Hey, Skillpunkt erhalten. Hey, Fähigkeitenbaum. Was haben wir denn hier? Verbesserter Fokus. Keine schlechte Idee. Verlangsamter Fokus akzeptieren. So. Clara da reinzuziehen, sollte ich nicht machen. Vertrauen ist gefährlich. Aber ohne sie wäre ich aufgeschmissen. Vielleicht ist sie meine einzige Freundin. Oh, der kleine Aiden hat keine Freundin. Ich brauche jetzt CTOS-Netzwerkzugang. Oder auch gesagt. Oder genannt, besser gesagt. Aiden allein zu Hause. Oh Gott. Ich will dieses Auto nicht benutzen. Kein Garantie für Unfälle. Ich meine natürlich eine Garantie für Unfälle, die garantiert passieren werden. Na komm, Aiden, hier, her mit dir. Habe ich irgendwo noch ein Auto? Nö, habe ich gerade nicht zur Hand. Renne ich halt dann über. Ich dachte, die Brücke bewegt sich langsamer. Egal. So, ich brauche hier Auto. So, wo ist Auto? Ja, schön, Baustelle, Obdachlosen, alles schön, brauche ich gerade nicht, sind eh alle unnütz. Nichts gegen Obdachlose, aber unnütz sind sie trotzdem. Da war doch irgendwo Auto, aber das sah, glaube ich, nicht mehr so gesund aus, oder? Also gesund nenne ich was anderes. Kein Obdachloser mit Auto. Ich bin ja entsetzt. Hey! Bewegung! Oh. Nein, lass es! Okay, da will anscheinend einer irgendwen umbringen. Aber das interessiert uns nicht, weil meistens ist einer der eh unnütz war. Und da wir selber Selbstjustiz hier gerade vollziehen, macht es auch nicht besser, wenn wir andere Leute, die gerne Selbstjustiz vollziehen, irgendwie beseitigen. Weil das wäre dann so eine Geschichte mit der Doppelmoral. Und wieder mal ein bisschen durch die Stadt fahren, ist auch immer schön bei strömendem Regen.
mit explodierenden und verunfallenden Autos auf der Straße. Wo wir einfach mitten in das, auf der Straße parken müssen. Naja. Und schon wieder Wachen mit Zugangskötern. Naja. Hallo. Sperrgebiet, zieh ab! Sucht weiter! Oh! Hat ja wieder perfektomatisch geklappt. Nicht schlecht, aber ich bin besser. Passt auf, ich geb euch Deckung. Ich weiß, wo wir da lang. Los! Genug gespielt. Ich weiß, du bist da irgendwo. Du bist tot. Hörst du mich? Halt die Seite. Ich befasse mich da lang. Los! Ich brauch nur einen Treffer. Ich brauche Hilfe! Ich komm nicht weg! Schon dabei! Position erreicht! Such mir ein Ziel! Achtung! Los! Ich hab ne Möglichkeit! Du entkommst die Mikro an! Oh! Wir stecken ein! Block! Los in Deckung! Ich weiß, du bist da irgendwo. Du bist tot. Aber okay, das waren eindeutig zu viel für uns. Das war nicht so gut. Naja. Das ist nicht normal. Wir sind ein Sniper, aha. Upp, Lift. Okay. Wirf eine Granate! Bringt es. Ab jetzt will ich mein Geld im Voraus. Der hat irgendwas vor. Geh näher ran. Hört jemand mit? Brauchen Hilfe! Das ist doch scheiße! Bin dran! Ranrücken! Ja. Ich werde schreien, genau. Hey, du Arsch. Du hast dich mit verdammt mächtigen Leuten angelegt. Schnell, geh näher ran. Sieh, wie nah du rankommst. Nimm eine Granate. Seht ihr? Wir können vorrücken. Auf! Ich hab ihn dort gesehen. Vorrücken! Außenrum! Ein Anruf, Freund! Los. Ein Anruf und wir sind ein Dutzend mehr. Okay, schön für euch. Aber ich habe noch keine so richtig gute Methode gefunden, die irgendwie. Aber. Ich habe noch eine Idee. Also, wir müssen zumindest erstmal diesen komischen Menschen da drin
sagen wir mal, beschäftigen. Mit tot sein. Das war ein Kollateralschaden. Ist das? Irgendwie komisch. Wir haben einen Toten. Augen auf! Was ist denn da drüben? Wir müssen ihn finden. Habt ihr verstanden? Das ist leichter gesagt als getan. Immer schön in Deckung bleiben. Okay. Ah, wie lustig. Da, holt ihn! Da war er! Tschüss. Das ist der mit dem Zugangscode. Naja, wie schön. Aber wenigstens hat er uns nicht gesehen, als wir ihn erschossen. Was ist gerade passiert? Und wo? Und vor allem warum? Und diesem Transformator geht's anscheinend alles andere als gut. Aber gut, der war wahrscheinlich nicht dafür ausgelegt, von Bomben attackiert zu werden. Naja, so. Dann gehen wir doch einfach mal zu unserem Ziel, was wir hacken sollen. Wo auch immer sich dieses befindet. Weil ich habe wieder mal keine Ahnung und ich laufe wahrscheinlich wieder völlig dran vorbei. Tor auf. Hinein mit uns und das ist da wahrscheinlich irgendwo drin. Hoffe ich. Ach da, ja, das muss einem ja gesagt werden. Eindringen. Und wieder ein solch lustiges, wieder so ein lustiges Rätsel. So, da. Ja, bitteschön. Nein. Hä? Wo hier? Wie jetzt? Nö, da. Ach so, okay, wenn wir da und dort und da, okay. Und das da so, so. Und das so und da sind wir doch schon drin. Und was? Ah, es gibt wieder lustige Videologs. So, da baut jemand Gras an in seiner Wohnung. Wie schön. Jeder sollte eine illegale Hanfplantage zu Hause haben. Tatsächlich jede Minute so. Und die Bürger haben keine Ahnung.
Okay. Und da haben wir wieder ein lustiges Video. Okay. Ja, manche Leute sind wirklich ein bisschen bescheuert drauf hier in Chicago. Glaube ich, ist es doch, ne? Ist doch Chicago, oder? Glaube ich schon. Ja, ist Chicago, sagen wir das mal so. Okay. Ein Busfahrer und eine Prostituierte anscheinend. Sag ich doch. Aha, und Rauchen ist ein Gesundheitsrisiko, hätte ich jetzt nicht gewusst. So. Da, Kamera. Gucken wir, da haben wir noch, haben wir hier noch irgendwas? Nein, haben wir nicht. Da. Ne, das hatten wir schon, ne? Dann hacken wir das noch. Okay. Das hat mich jetzt irgendwie verwirrt. Na gut. Weiter da. Ah, diesmal ist es wirklich. Ah, okay. So, einsteigen. Okay. Ausparken für Anfänger. Yay. So. So, Walken hier ist eventuell ein wenig oh, 4 Zivilisten auf einen Streich. Wir wollten eigentlich in die ganz andere Richtung, deshalb muss ich jetzt hier einfach mal mitten auf der Straße umkehren. Wisst ihr was? Klaue ich mir doch einfach dieses Einsatzfahrzeug hier. So sieht das doch schon viel angenehmer aus. Aber... Hops, notdürftig heißt die nächste Mission. So. Aber bevor wir diese Mission anfangen, liebe Freunde, beende ich hier erstmal die Folge. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Schreibt uns doch einen schönen Kommentar oder gebt uns ein Abo, damit ihr kein Video mehr von uns, mir oder allen anderen, ja, also auf jeden Fall von diesem Kanal mehr verpasst. Und ja, dann macht's gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal.